Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ein allerletztes Mal werde ich über die Höllenhorde sprechen, weil das auch mein abschließendes Video ist. Erstmal vorab, ich habe es nicht geschafft, 250er Kiste aufzumachen. Deswegen habe ich mir sagen lassen, was dort drin ist. Und so erschreckend es auch ist, da kommt ein Item raus und das Item hat eine erhöhte Chance auf einen Greater Affix. Und der Livestream-Chat und ich, wir sind mittlerweile der Meinung, dass man extra den Loot so gering gehalten hat, damit man sich vielleicht auf andere Sachen konzentriert. Bin mir zu 1 Milliarde % fast sicher, dass mit der Veröffentlichung von Season 5 die Höllenhorde sehr viel mehr Loot geben wird, als es jetzt ist, weil ich habe das gesagt, wenn hier oben die Höllenflut ist und darunter kommen die Endbosse und dann, weiß ich nicht, kommt ganz, ganz weit unten erst die Höllenhorde. Der Loot ist wirklich sehr, sehr schlecht und auch gemessen an der Zeit, die man braucht für die Höllenhorde. Heute habe ich noch mal ein paar Höllenhorden gemacht. Stufe 7, Stufe 6, Stufe 8. 8 ist so unfassbar schwer, aber ich würde sagen, da könnt ihr euch einfach mal die Aufnahmen von heute anschauen. Heute werde ich in ein 8er Kompass schauen. Ich habe einige von diesen Rollen, weil ich was Neues rausgefunden habe. Shoutout geht raus an den Kommentar auf YouTube vom YouTube-Video. Der hat nämlich gesagt, du kannst einen Kompass kaputt machen. Hier, wo Siegel verwerten steht, kannst du einen Kompass kaputt machen und kriegst dann eine Rolle mehr. Wenn ich jetzt die kaputt mache, habe ich anstatt 11 Rollen 12 Rollen. Das hätte man vielleicht auch mal irgendwo, vielleicht wurde das kommuniziert und ich habe es nicht gesehen oder gehört, aber ey, das wusste ich nicht. Das ändert alles, weil jetzt habe ich so viele Schriftrollen, dass ich easy peasy mal eben einen Kompass auf Dingsbums, auf 8 machen kann. Aber jetzt bin ich gespannt. Okay, der hat auf jeden Fall schon mal was drauf. Guck mal, direkt der erste Gegner hat auch was drauf. Nicht allzu viel, trotzdem dote. Aber gut, vielleicht werden die Bosse ja dann interessant, ne? Hey, das wird schwer. Also, das wird nicht so einfach wie die davor. Die Frage ist halt, wie schwer oder einfach oder wie viel Ether bekommst du am Ende? Weil das ist ja das, was du am Ende brauchst. Du brauchst die 250 Ether für die Greater Aphex Truhe. Aber 10 Wellen, ich bin immer noch nicht davon überzeugt. Da musst du das hier 10, 15 Minuten machen. Das ist schon hart, wenn man überlegt, für eine Grube brauchst du so 3, 4, vielleicht 5 Minuten. Und hier bist du das dreimal so lange drin. What? What? Ich schaffe den, glaube ich, gar nicht in der Zeit zu killen. Kann ich eigentlich lassen. Haha! Das ist der W-W-Build. Einer der stärksten Season 4 Builds, ne? Damit habe ich 126er Grube gespielt. Die kriegt er nicht klein. Also, krass, ich hätte nicht gedacht, dass Stufe 8 so tough ist. Das ist ja dumm. Guck mal, wie viel Leben der hat. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt verlassen. Okay. 10 Minuten oder so gezockt für gar nichts. Für gar nichts. Einfach rausgeflogen. Ich glaube, vielleicht stimmt es nicht, aber ich glaube, sie haben natürlich extra das höchste Dungeon extrem schwer gemacht. Kann ich mir vorstellen, dass man das auf jeden Fall sehr schwierig nur schafft. Ich glaube, auch 7 schafft man easy. Ich glaube, der Sprung von 7 auf 8 ist einfach nochmal so signifikant, damit man da wirklich, dass das wirklich das Schwerste vom Schwersten ist. Aber kann nicht sein, dass Stufe 6 sich anfühlt wie Stufe 3 und Stufe 8 sich anfühlt wie Stufe 5000. Also, naja. Das PTA ist natürlich dafür da, dass genau sowas hier ist natürlich genau dafür da, für dieses Playtesting. Aber ich habe ein Aber dazu. Es gibt Spiele mit Beta und Early Access und die sind dann noch weniger, also noch mehr. Wie der Name schon sagt, halt Early Access und Beta als im PTR. PTR hast du ja schon das gute Base Game und dann wird etwas Neues hinzugefügt und das wird getestet. Und da kann man, muss man nicht erwarten, aber es wäre schon cool. Sonst in PTR für Season 4 zum Beispiel, Höllenflut war unfassbar nice, war mega gut. Man kann halt schon auch von den Entwicklern erwarten, dass man da ein bisschen playtestet, auch schon selber, bevor ein PTR an den Start geht,
und dann selber auch schon ein paar Dinge selber sieht. Natürlich ist das natürlich dafür da, dass wir Feedback geben. Aber dass man so signifikant Feedback geben muss mit, ey, das dauert zu lang und die Belohnung ist zu beschissen, da kann man eventuell auch selber drauf kommen, sage ich. Vor allen Dingen nach einem Jahr Diablo 4. Aber du hast da vollkommen recht, ist natürlich dafür da, um sowas zu playtesten. Und ich finde auch, dass die Idee, finde ich richtig cool, von der Höllenhorde mit Wellen und am Ende mit Kisten und der Belohnung und verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Aber die Umsetzung, die finde ich aktuell nicht so geil. Da muss noch einiges passieren. Jetzt mit den höheren Stufen, muss ich sagen, bin ich rein gameplay-mäßig, was den Spaß betrifft, auf jeden Fall glücklicher als vorher. Also Stufe 3 Dinger, die waren wirklich sehr boring. Ich würde schon sagen, dass das hier schon ein bisschen spaßiger ist von der Gegnermasse und von der Schwierigkeit und so. Ist für mich jetzt hier gerade sehr angenehm. 8 war viel zu hoch für mich. Das ist sehr angenehm hier. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kriegst du so eine 250er Kiste auf? Und selbst wenn du keine 250er Kiste aufkriegst, wie kriegst du halt dieses Target Farming raus mit den Unix? Weil theoretisch machst du das hier, um die neuen Unix zu Target farmen. Aber das sehe ich auch nicht so richtig. Ich sag, die Greater Aphex Kiste wird viel günstiger. Das kann ich mir gut vorstellen. Die ist zu teuer. Guck mal, ich mache jetzt eine Stufe 6er und da sollte man eigentlich schon auch die Möglichkeit haben, bei einer Stufe 6er einen zu bekommen. Ich habe gerade bei 144. Und ich finde, ich habe nicht schlecht gespielt. Ich habe alles gekillt. Ich war relativ schnell, habe gute Dinger bekommen bei den Auswahlmöglichkeiten, aber immer das Beste genommen, meiner Meinung nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kiste an sich einfach ein bisschen günstiger wird. Dass man auch mit Stufe 6 und 5 oder sogar mit Stufe 4 die Kiste aufmachen kann. Ich kann jetzt 6-mal diese Kiste aufmachen. Das sind 6 Items. Das heißt, 6-mal die Chance, ein Unique zu bekommen. Nein. Nein. 2 Items, krass. Und jetzt müssen wir mal ganz, ganz nüchtern betrachten. 7 legendäre Items ohne Greater Aphex. Da können natürlich neue Aspekte drauf sein. Das kann natürlich sein. Aber ich habe gerade 8 Wellen, 10, 12 Minuten Minimum. 12 Minuten durchgezockt für 7 Müll-Items. Das ist, boah, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie bodenlos das ist. Gleich geschafft. Yay, das war's. Gott sei Dank, ey. Junge! Also, wenn ich den PTR vergleiche mit dem aus der letzten Season für Season 4, da hatte ich so viel Spaß. Die Höllenflut hat so viel Bock gemacht. Andariel, cool. Die 200er Bosse, mega cool. Neu im Game mit dabei. Aber das hier ist so eine. So ein Quark. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Ich muss sagen, ich finde die Idee hinter Höllenhorde sehr, sehr cool, auch wie es umgesetzt wurde. Nur das Gameplay und das Leistung, das Zeit, die Zeit, die man reinsteckt und das, was man rauskriegt, finde ich sehr, sehr schlecht. Wenn daran noch ganz viel dran gedreht wird, glaube ich, kann das eine richtig coole Ergänzung sein zum Endgame, zu den Endbossen, zur Höllenflut, zu den 200ern, zu den Grube. Aber so wie es jetzt ist, da muss noch ganz viel hin und her getrickst werden und rumgedreht werden am Loot, an dem Ether, an den Boxen und und. Dass das wirklich sehr cool wird und dann wird es bestimmt auch für Season 5 ganz cool. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Vor allen Dingen, glaubt ihr, dass da signifikant noch was geändert wird und in welcher Form da was geändert wird, würde mich sehr interessieren, was ihr dafür Ideen habt. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal dalassen, ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.